Ja, hallo, ich grüße euch. Pünktlich zum Feierabend eine Aktienanalyse mal wieder. Und zwar die Altria möchte ich heute ganz kurz mal beleuchten. Das ist ja eine Aktie da, die habe ich schon seit ein paar Monaten auf dem Schirm. Und mir ist sie auch nochmal ins Bewusstsein gerufen worden, als ich zufällig einen Vortrag von Max Otte, da war, glaube ich, irgendwo in Österreich, hat gerade einen Vortrag gehalten, hat die einfach nebenbei erwähnt, die Altria, als eine sehr stark, also gewinnausschüttende Dividendenaktie, möglicher Titel, der auch antizyklisch funktionieren könnte. Und hier möchte ich einfach mal kurz die Pros und Cons aufzeigen. Also wir sind jetzt hier auf dem Tageschart, was ich heute ganz interessant finde. Wir haben ja eine sehr schwache Eröffnung insgesamt im Markt und wir sehen hier, wo doch der Markt insgesamt 1 bis 2% runter geht, geht die Altria 1,59% rauf. Also hat sie schon mal den Test des Antizyklus sozusagen bewiesen, heute auf Tagesbasis basiert. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal einfach ein bisschen genauer an. Und jetzt gehen wir mal einfach auf den Jahreschart, weil sonst haben wir ja überhaupt keinen Überblick und da sehen wir schon, hier jetzt im Jahreschart, dass wir letztendlich im 4. März diesen Jahres hier ein Hoch sehen aufs Jahr gesehen. Und letztendlich das ganze Jahr, aber bis hier zum September sowas, Mitte, Ende September. Und dann ist das Ganze, gab es so eine kleine Trendwende, die aber letztendlich jetzt, das sehen wir ja gleich im größeren Bild, nichts anderes ist als eine kleine Korrektur des Abwärtstrends, wenn man rein charttechnisch das Ganze betrachten würde. Und von daher bin ich auch sehr skeptisch der Aktie gegenüber. Ich muss gleich sagen, diesen Vortrag von Max Otte, den hatte ich zufällig auch in dieser Gegend hier, also auch den 30. Dezember rum, auf YouTube gesehen. Hätte ich da Cash übrig gehabt und ein bisschen was gekauft, hätte ich jetzt 20% an der Spitze ungefähr gemacht, hatte aber nicht viel Cash übrig. Ja, also da war ich voll investiert zu dem Zeitpunkt, habe ein paar andere gute Aktien mitgenommen. Ich hatte Tesla mit über 56% dann verkauft, Gewinn, ja, Nettogewinn und eine Disney-Aktie und noch ein paar andere Sachen, Facebook und so weiter, die teilweise bis zu 50% in der Spitze da gestiegen waren in dem Zeitpunkt. Also von daher habe ich hier keine Reue. Aber wir müssen, um einfach hier uns eine bessere Meinung bilden zu können, meiner Meinung nach jetzt nochmal den Timeframe, also den Time Horizon, weil wir reden ja hier von einer langfristigen, also mit anderen Worten, hätte ich damals im September gekauft, würde ich sie jetzt vielleicht schon wieder verkaufen, so als Trade, ne? Also ab 2, 3 Monats-Trade. Denn wenn wir uns das Ganze langfristig ansehen, für mittel- und langfristige Strategie, sehen wir jetzt hier in 3 Jahren, dass das ganze Ding letztendlich immer noch im Abwärtstrend, also der Abwärtstrend nochmal wesentlich verstärkt wird. Und wir wissen ja, die Länge eines Trends letztendlich ist ja häufig, ist es in der Regel so, dass desto länger ein Trend, desto stärker ist er. Also diejenigen, das ist so ein typischer Anfängerfehler, die sagen, naja, jetzt ist es so lange in eine Richtung gelaufen. Jetzt ist es doch wirklich mal an der Zeit, dass die Trendwende kommt. Und dann läuft es nochmal 5 Jahre in die gleiche Richtung. Ja? Also das ist ein typischer Anfängerfehler, den habe ich damals zu Genüge gemacht, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich bin schlauer als der Markt. Ja, das Ding ging jetzt hat letztendlich, man sieht es ja, wenn man hier eine Linie aufsetzt, das Ding ging jetzt 3 Jahre letztendlich schnurstracks nur bergab. Und jetzt kommt die Trendwende, ja, nach 3 Jahren. Mal völlig abgesehen davon, dass die gute Zahlen schreiben und ich habe auch ihre Dividende wieder im August diesen Jahres um 5% erhöht. Das heißt, du bist, was die Dividenden technisch betrifft, haben Zahlen, die auch seit, ich glaube, seit 1929, also seit irgendwie 100 Jahren, zahlen die Dividende. Du bist du immer, bist du auf das, bist du safe, ne? Aber wir sprechen jetzt hier mal, wir reden jetzt hier auch mal
vom Kurs und vom Trend. Denn was machen die denn? Die stellen ja Tabak her, ne? Und der Tabakindustrie, da ging es ja in letzter Zeit nicht so gut. Und jetzt sind wir mal hier auf dem 5-Jahres-Chart umgeswitcht und hier sehen wir schon, dass wir letztendlich ja ab 2017 herum eigentlich nur runtergegangen sind. Und das sind ja immerhin 3 Jahre. Ne? Und davor ging es noch allen gut und dann eben nicht mehr. Ja? Und wenn ich jetzt halt hier nochmal eine Linie, wenn ihr mir das erlaubt, ja, dass ich hier nochmal eine Linie aufsetze. Ich habe es eigentlich nicht so sehr mit den Linien, aber um das nur zu verdeutlichen, dass es das ein definitiver Abwärtstrend ist. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es letztendlich dieser Mini-Aufwärtstrend, wenn man das so nennen mag. Ja, seit September ist dann letztendlich nichts anderes als die Korrektur, die man hier sieht, die man hier sieht, die man hier sieht, des Abwärtstrends, der seit über 3 Jahren besteht. Ja, also als Trader müsste ich jetzt oder als kurzfristiger Investor müsste ich jetzt fast sagen, ich müsste das Ding eigentlich shorten. Denn wir sind hier irgendwann, wird es wahrscheinlich wieder kippen. Das ist nur eine Korrektur des Abwärtstrends. Und dann geht das Ding nochmal runter. Ja. Und vielleicht auf 20 Euro oder was. Oder auf 20 Dollar. Ja. Rein vom, wie soll ich sagen, rein vom Kurswert her, vom Chartverlauf, von der Charttechnik, bin ich da extrem skeptisch, das Ding jetzt zu kaufen, weil es eine tolle Rendite hat oder Dividende hat oder sowas. Ne? Was bringt mir die Dividende, wenn ich eine Aktie habe, die im Durchschnitt jährlich, und jetzt können wir das mal ausrechnen, hier von 75 Euro, hier im Tiefpunkt auf 40 Euro, ne? Also das Ding hat sich quasi fast gehälftet. Ja, also es ist fast 50% runter innerhalb von 3 Jahren. Das heißt, wenn das Ding, jetzt rechnen wir mal ein bisschen gut, sagen wir mal, rechnen wir mal hier so einen Mittelwert, 45 Euro und hier oben 75 Euro, dann können wir sagen, okay, das Ding ist in 3 Jahren mehr oder weniger um 30%, also 10% im Jahr gefallen. Wenn das Ding im Jahr 10% fällt und gibt mir eine Dividende von 5%, oder 6% oder 7%, dann habe ich immer noch einen schönen Verlust gemacht, ja. Und dann nützt mir die Dividende auch nichts, denn ich muss ja die Inflation dann noch oben drauf setzen. Dann bin ich trotzdem mit 5 oder 6% im Minus und das jedes Jahr. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck meines Investments, ja. Und wie komme ich jetzt ausgerechnet? Ich gehe nochmal auf den Kommentar in diesem Vortrag von Max Otte zurück, wo ich auch aufmerksam geworden bin, nochmal auf diese Aktie, hier zu diesem Zeitpunkt. Das war natürlich in dem Zeitpunkt im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt die absolut richtige Entscheidung. Wer hier eingestiegen ist, hat ungefähr 20% Gewinn gemacht. Ja? Von 40 auf 48 Euro, 49 Euro, über 20% Gewinn. Andere Aktien haben das auch. Die Frage ist, wenn ich jetzt Status quo heute noch nicht drin bin in der Aktie, ist das ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen oder mich neutral zu verhalten? Oder vielleicht das Ding sogar zu shorten, wenn du jemand bist, der shortet, ja? Und von daher bin ich hier überhaupt nicht gut. Es ist eine antizyklische Aktie vielleicht, ne? Weil wir haben heute im Markt 2% Minus und das Ding 1 bis 2% Minus, das Ding ist ein 1 bis 2% im Plus. Würde vielleicht für die Aktie sprechen, wenn du daran glaubst, wenn davon ausgehen würdest, dass 2020 oder in Zukunft ein Börsencrash, und das ist wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt von Max Otte gewesen, dass sich die Aktie stabiler hält in einem Crash, weil das ist so eine alte Regel im Crash oder in der Krise, ne? Rauchen und sie saufen die Leute einfach mehr. Ja? Und von daher, also Tabak und Alkohol, ob das jetzt ethisch korrekt ist oder nicht, das haben wir dahingestellt, das sind die Aktien, die sich sogar in der Weltwirtschaftskrise einigermaßen gehalten haben, 1930 oder sowas. Ja?
Also mal abgesehen davon, also das sind letztendlich so, ich würde mal sagen, so drei, vier Punkte oder zwei, drei Punkte auf jeder Seite Pro und Con. Und für mich ist es, ja, würde man sagen, mehr als 50-50, also vielleicht sogar etwas zu eher lieber nicht kaufen. Also was mich betrifft, ich bin höchst neutral dem Ganzen gegenüber. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich hatte das mal auch gepostet in meinen Community-Kommentaren. Das war so um den 30. September rum, was ihr davon haltet. Ich habe da keine Antwort erhalten, aber vielleicht wisst ihr ja, vielleicht wollt ihr mir ja zu diesem Papier, wo meiner Meinung nach sehr, sehr ausgeglichen sind, die Vor- und Nachteile oder die Dinge, die für einen Kauf oder gegen Kauf sprechen oder vielleicht sogar einen Verkauf. Wie dem auch sei. Ja, damit möchte ich es erstmal belassen. Ich wollte eigentlich noch eine zweite Aktie machen, aber das verschiebe ich dann auf ein anderes Video, denn dieses Video ist jetzt mittlerweile 10 Minuten lang geworden schon. Und dann haut mir einfach in die Kommentare rein, was ihr von dieser Aktie haltet, wenn ihr euch schon mal überhaupt zur Tabakindustrie Gedanken gemacht habt. Ist meiner Meinung nach eine bedenkliche Industrie, denn es ist der Anti-Tabak-Trend, den siehst du in jedem Supermarkt, ja, wie dagegen Anti-Werbung gemacht wird gegen Rauchen. Tabak, ja, also nationwide, ja, im ganzen Land und überall in ganz Europa ist das so. In den USA sowieso schon, die E-Zigarette kommt jetzt und so weiter, die werden wahrscheinlich da auch investieren. Wie gesagt, ist eine Diskussion wert, ich denke mal, und damit soll ich es erstmal belassen. Ich gebe dir noch ein weiteres Video, kannst du dir anschauen zu Disney, zu Tesla habe ich ein Video gemacht, zu Visa-Karte. Vielleicht sehr interessant für dich auch. Ansonsten gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, wenn du den noch nicht abonniert hast. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aktienanalyse. Also bis dann, dein Thomas Klein. Toi, 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 viel Glück und viel Erfolg. Tschüss.